Ja, hallo, und hier ist wieder die Anemone von Lächeln aus Papier. Ich habe hier eine Karte für einen Jungen zur Geburt. Es ist wieder eine Aufstellkarte. Die sieht so aus. Also hier vorne gehen die drei Spielzeugtiere spazieren und hinten kann man das Vorderteil praktisch befestigen. Ich habe mit dem Set Verspieltes zur Geburt gearbeitet und habe für hier vorne diesen Spruch dieser ovalen Fremlitz benutzt. Wenn ihr wissen möchtet, wie es geht, dann bleibt dran. Bis gleich. Für die Kartenbasis ich habe hier Kirschblüte, ein Stück Kartstock in den Maßen 29,7 mal 10,5, wird gefalzt bei 14,85 und einmal von der oberen rechten Ecke nach unten zur Mitte. Darauf kommt dann ein Stück in Kirschblüte in den Maßen 10,5 mal 14,85. Eine Mattung in Weiß in den Maßen 10 x 14,3 cm. Ein Stück DSP in den Maßen 9,5 x 13,8. Und hier habe ich von den Ovalen einmal das mit den Wellen, das große ausgestanzt und passend dazu eins nochmal in Grundweiß. Für innen brauchen wir auch ein Aufleger in Weiß in den Maßen 10 mal 14,3 und ein Streifen nochmal in Kirschblüte in den Maßen ungefähr so 16 cm mal 3,5 cm. Da wird an der kurzen Seite einmal bei 1 cm gefalzt und um diese Tiere zu verbinden, die habe ich jetzt hier schon mal ausgestanzt und koloriert. Habe ich hier noch Kordel genommen, die ungefähr 20 cm lang sein sollte. Das waren die Materialien zur Karte. Ich habe jetzt schon mal die Vorderseite fertig gestaltet. Das heißt, ich habe auf das Stück Mattung, also das Stück, was eigentlich hier drauf kommt, das Unterteil, das hat die Maße 10,5 mal 14,85, die Mattung in Weiß aufgeklebt, das Designpapier und mit Dimensionals diese Ovale und den Spruch habe ich mit Magenta gestempelt. Das kommt dann hier drauf. Das machen wir aber später. Jetzt geht es an das Innenteil. Auf diesem Stück 16 mal 3,5 cm, was ja bei 1 cm gefalzt ist, habe ich diese Stanze aus dem Set Schwungvoll irgendwas. Stanzform mit Schwung, die mit den Punkten genommen. Da müsstet ihr darauf achten, dass die Schneidekante oben ist und habe hier schon mal ausgestanzt. Das geht jetzt nicht ganz durch. Mal den Klebstreifen abziehen, Washi-Tape. Das würde dann so aussehen. Und hier habe ich auf dem Stück Weiß, was die Maße 10 mal 14,3 hat, zwei Bleistiftlinien gezogen, damit ihr das besser sehen könnt. Und zwar ist diese untere an der Seite bei 5 cm und hier bei 1,5 cm.
Das würde ich jetzt. Also und die nächste habe ich mit einem Geodreieck gemacht. Die ist bei 6 mm ungefähr, 5 bis 6 mm. Dieser Streifen wird jetzt ausgeschnitten. Also ich lege auf dem Schneidebrett an, genau bei dieser einen Kante, setze am besten meine Klinge in der Mitte an und dann den zweiten Streifen auch nochmal, auch in der Mitte wieder ansetzen, die Klinge, und nach oben und unten. Das wären jetzt die zwei Teile, die innen in die Karte kommen. Ich habe jetzt schon mal das untere Innenteil gestempelt und aufgeklebt. Hier habe ich das obere. Ich habe von dieser Stanze hier vorne ein bisschen abgerundet, so dass es etwas harmonischer ist, und lege diese Kante genau hier an dieser Falz, an diesem weißen Aufleger an. Also von hier 1,5 cm. Jetzt seht ihr schon, ich habe hier einen Strich gemacht. Da schneide ich jetzt ab. Und klebe hier dieses Teil jetzt an dieses Oberteil von der Innenkarte. Ups. Also so direkt in diese Kante rein. Ich habe das dann auch direkt aufgeklebt und habe die Tiere später draufgesetzt. Jetzt habe ich hier den Elefant, die Giraffe und den Löwen, die hier auf diese Welle praktisch kommen sollen. Die setze ich mir jetzt so ungefähr hin, wie ich sie gern hätte. Und mache jetzt zunächst nur unten an die Rädern Tropfen-Tombo. Und setze da drauf. Und jetzt habe ich das Band, da habe ich hier vorne einen Knoten gemacht und noch ein kleines Herzchen dran geklebt von beiden Seiten. Und jetzt lege ich mir den Faden oder die Kordel praktisch hier dahinter. Und jetzt kann ich das andere Stück dann auch noch ankleben. So dass die Kordel dann praktisch hält.
So, das muss jetzt mal einen Moment trocknen. Ich habe jetzt die Innenseite, also die Tierchen sind jetzt fest. Habe auf der Innenseite, auf den oberen Teil noch in Magenta einen Spruch gestempelt und die Herzen. Jetzt können wir die Karte zumachen und geben auf das untere Dreieck Kleber, also wirklich nur auf das untere. Und setzen da dann die Karte drauf. Passend. So, und jetzt gucke ich praktisch, wo ich den Stopper gern noch hinhaben würde. Und das denke ich, wäre vielleicht hier ganz gut. Setze ich mir da noch mein Herz hin. Hier noch mal eins. Und weil es so schön ist, auf die Vorderseite noch mal eins. Und dann wäre die Karte für ein Mädchen auch fertig. Hier noch mal die vom Jungen. Ja, und die fürs Mädchen. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und ja, bleibt gesund. Bis bald mal. Tschüss.